Hallöchen Leute und willkommen auf der Konichi 2012. Wir schauen jetzt hier ein bisschen rum, wen wir so finden und wen wir alles ansprechen können. Und eventuell zeigen wir euch, warum es sich nicht wirklich lohnt, ein Ticket zu kaufen. Seid gespannt, bis dann! So long. Das ist eine große Kamera. Das ist die Attraktion. Bei mir ist es die zweite. Ich war letztes Jahr mit dem Magic Knight probieren und wollte da eben dazu dann mal das Kurs machen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich es jetzt schon gerade bekomme. Das war auch der zweite. Okay. Einmal zuerst mal hier. Aber erst der Konichi. Ja. Der zweite. Was gefällt dir besonders an der Konichi? Eigentlich alles. Eigentlich der Zusammenhalt von den Maxlern, kann man einfach so sagen. Ganz kurz der Zusammenhalt. Ja, ähnlich. Also kann man sagen, ihr seid auch technisch wegen der ganzen Cosplayer. Ja, ja, wegen der Atmosphäre eigentlich. Also, die ganzen einfach so. Macht immer Spaß. Ich finde die Atmosphäre sehr schön. Also mit den ganzen Leuten hier und mit dem Park drumherum ist es echt angenehm und auch drin. Also von der Location einfach auch sehr viel drin. Und Leute. Also man könnte sagen, auch du bist hauptsächlich der Cosplayer wegen da. Ja, eindeutig. Kannst du nochmal für die, ich meine, wir wissen es, aber für die Kamera kannst du es trotzdem mal erklären, was stellt der Cosplay da? Also das ist von Alice Eternity, das ist Rest of the Extinction, das ist Fangen wir an, ja, das ist aus dem neuen Final Fantasy 13.2. Antagonist praktisch, Karius. Das ist übrigens der coolste, ich sag mal, Bösewicht, den bisher Final Fantasy gab. Shiro als die Ratchet-Eck-Form aus der Deadly Wonderland. Ich bin der Hauptcharakter aus Witchblade, in der zweiten Verwandlungsstufe. Und also ich habe nicht besonders lange dafür gebraucht, 2 Wochen, aber dafür durchgehend genäht mit ein paar Schwierigkeiten zwischendurch. Wir zoomen mal. Ja, dann würde ich noch fragen, kommst du nächstes Jahr auch wieder? Ja. Denkst du? Ja. Gut, dann noch eine Frage. Würdest du nächstes Jahr wieder herkommen? Ja. Würdest du wieder herkommen dieses Jahr? Ja, wahrscheinlich. Also hat es dir gut gefallen? Ja, wenn ich die Zeit habe. Auf jeden Fall. Gut. Dann denke ich mal, war's doch schon. Ja. Wunderbar gemacht, Herr Interviewer. Vielen Dank. We'll be right back.
Geht niemals einkaufen während einer Convention. Ihr seht, was dann passiert. Du musst noch da. Hier. Die Richtung ist die andere.